Solange das innere Kind das noch mit sich rumträgt, ziehen wir immer Menschen an, die auch so verhalten, dass man sich um sie kümmern muss. Also welche Eigenschaft mag ich an mir am meisten? Da habe ich geschrieben, dass ich gerne für andere sorge, die mir wichtig sind. Und wie zeige ich das? Ich höre meinem Gegenüber aufmerksam zu, ich bin wertschätzend und möchte, dass Menschen sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Ich tue meinem Freund Gutes. Als Gegenteil habe ich Vernachlässigung. Und wo oder wie sehe ich das in mir selbst, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse vernachlässige? Okay, und wo siehst du es in anderen? Also darüber habe ich jetzt nicht so nachgedacht. Ich würde spontan am ehesten sagen, in meinem Vater. Mhm. Genau, ja. Okay, so verstehst du den Schatten? Ich glaube schon, dass der Schatten viel mit meinem Vater zu tun hat, definitiv. Also ich empfinde mich da halt sehr wie meine eigene Mutter. Also sozusagen, ich tue es mal von meiner Seite auseinandernehmen und definieren. So wie ich es erklären würde, ist es das Gefühl, die Tätigkeit oder das Muster, sich für alle zu sorgen, damit es allen gut geht, kommt von der Wurzel, dass du die Beziehung zwischen deinen Eltern ausgleichen möchtest. Damit die glücklicher miteinander sind, möchtest du, hast du halt früh gelernt, du musst dich um das kümmern, damit es da irgendwie ein bisschen besser geht. Ob das wirklich geholfen hat damals, ist eine andere Sache, aber das ist das, was du als Kind, das Einzige, was du kontrollieren konntest. Und das hat sich halt jetzt in ein Muster entwickelt. So, dann, wenn mit dieser Übung, die wir gleich machen, was wir dann. Was Ziel, was wir dann erarbeiten wollen, ist einmal schauen, dient uns das Muster wirklich? Vielleicht ist es super, dass du das so machen sollst. Kann ja auch einen beruflichen Vorteil haben, wenn du sowas in deiner Berufung machst, weißt du, wo du dich um viele kümmerst und sorgst. Aber schau, dass es dich nicht auslaugt und eigentlich unten drunter unglücklich macht, also weil es zu viel Energie nur. In anderen Worten, das innere Kind möchte eigentlich vielleicht was anderes haben, als sich immer nur um den anderen zu kümmern. Verstehst du, was ich meine? Ja, das resoniert total mit mir. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Okay, gut. Danke. Also solange wir das in uns haben, solange das innere Kind das noch mit sich rumträgt, ziehen wir immer Menschen an, die auch so verhalten, dass man sich um sie kümmern muss. Weitere Informationen zu meinen Akasha-Chronik-Seminaren kannst du auf meiner Webseite finden. Dieses Video darf auch gerne geteilt werden, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Namaste.